Willkommen zurück zu Pokémon Storm Silver, meine lieben Freunde. Es gibt zwei Sachen, die ich jetzt ganz kurz erledigen möchte. Das eine ist, dass wir hier uns anschauen, Anna ist endlich da, wie sie auch sein sollte. Wo auch sonst. Also das ist alles im absolut grünen Bereich. Das zweite ist, ich habe meine Pokémon etwas aufgelevelt, sodass sie nun alle Level 12 sind. Ja, ich sollte Samen mal kurz heilen. Und eine Sache, die ich dazu anmerken möchte, ist, dass ich mir die DVs dieser Pokémon mal angeschaut habe, meiner Pokémon, und es ist eigentlich relativ interessant, da einen Blick mal drauf zu werfen. Dieser Samen zum Beispiel hat nämlich 17 DV auf KP, was nicht unbedingt schlecht ist. Ein bisschen mehr war ganz cool gewesen, weil dieser eben doch eher ein defensives Pokémon ist, aber 17 ist okay. 24 auf Angriff hingegen. Normalerweise würde ich sagen, dieser Samen brauche ich nicht bei Angriff, das ist nicht so cool, aber dieser Samen lernt ziemlich viele Attacken ingeben, die einfach physisch sind. Gerade Rasierblatt. Oder tatsächlich auch Tackle, was es momentan kann. Es lernt nicht so viele spezielle Attacken. Und ehrlich gesagt, Matschbombe macht doch erst Sinn einzusetzen, sobald Fee existiert. Also von daher, 24 DVs auf Angriff sind viel, aber ich bin jetzt nicht unglücklich darüber. 3 hingegen auf Verteidigung, da bin ich hingegen unglücklich. Da wär deutlich mehr drin gewesen, sage ich einfach mal. Hätte ich auch deutlich mehr erwartet. Sehr, sehr schade. 13 auf Spezialangriff. Okay. Weiß nicht, ob ich, wie gesagt, mit Spezialangriff mit ihm haben werde. Hey, das ist mein Pokémon hier. Mediti. Das ist cool. Mediti wird definitiv eine Bereicherung für mein Team sein. So viel kann ich definitiv sagen. So, jetzt muss ich es nur einschläfern und dann natürlich ein bisschen schwächen. Ich traue mich jedoch da nicht unbedingt mit Schnabel ranzugehen. Deswegen. Auch mal. Okay. Moment. Du hast aber keine 2 Runden geschlafen, du hast nur eine geschlafen. Dann kann es wiederum sein, dass er nur. Dass er sich diese Zeit halbieren kann. Das wäre möglich. Das weiß ich gerade nicht genau. Aber trotzdem. Genau. Und dieser Flur hat dann eben noch 17 DVs aus Spezialverteidigung und 17 auf Init. Init brauche ich bei ihm jetzt nicht so viel, auch wenn es immer schön ist, Init zu haben. Aber trotzdem, okay. Spezialverteidigung wäre auch ein bisschen mehr schön gewesen, aber es ist auf jeden Fall viel besser als die 3 in physischer Verteidigung. Also von daher, ich nehme an, das passt schon. Kanimani auf der anderen Seite hat 15 DVs auf KP. Okay. Ja, okay. 21 auf Angriff, das ist ziemlich gut. Es ist nicht sehr gut, aber es ist ziemlich gut, weil Kanemann eben, wie gesagt, jemand ist, der sehr stark auf physischen Angriff geht. Dafür auf die Verteidigung 0 DVs. Moment. It meditates to heighten its inner energy and to float in the air. It eats one berry a day. Also er isst genau jeden Tag eine Beere und er meditiert, um in der Luft schweben zu können. Okay. Gut, dann werde ich ihn natürlich Buddha nennen, weil so sieht er einfach aus wie Buddha. Also von daher, und jetzt begebe ich mich sowas von zurück ins Pokémon Center, weil ich werde für diese Kämpfe da oben jeden Mann brauchen und jede Frau, den ich kriegen kann. Also von daher, genau, aber weiter, Kanimani 6 DVs aus Spezialangriff brauche ich so oder so nicht mal annähernd. Also von daher ist mir das wirklich, wirklich egal. Könnte mir egaler nicht sein. 19 auf Spezialverteidigung. Auch okay. 28 auf Init. Das ist der höchste DV, den irgendeiner meiner Pokémon hat. Und dass es ausgerechnet auf Init ist, ist sehr, sehr schön. Weil so kann ich mich dann bei Kanimani eben darauf verlassen, dass es doch einigermaßen schnell ist. Ist natürlich kein Pokémon, was sich durch einen besonders mega guten Speed auszeichnet, aber ich bin zufrieden. So, jetzt haben wir 4 Minuten, ohne überhaupt einen einzigen Trainer bekämpft zu haben, aber es muss eben auch manchmal sein. Evoli, 21 DVs auf KP und auf Angriff. Das sind Werte, mit denen kann man wirklich gut leben. Bei Kanimani zum Beispiel ist die Init sehr gut und der Angriff ziemlich gut. Bei Evoli ist sowohl KP als auch Angriff ziemlich gut. Verteidigung 24. Und ich habe ein bisschen davor nicht angeschaut, aber das bestärkt mich doch mal daraus oder darin, aus Evoli ein Achtara zu machen. Weil es bietet sich einfach prima an, wie man hier sieht. 19 DVs auf Spezialangriff. Weiß jetzt nicht, ob ich das brauchen werde.
Vor allem nach Generation 3, glaube ich, liegt das nach Tara noch so viele Spezialangriffe in dem Sinne. Er hat aber mal schauen. 17 auf Spezialverteidigung. Also ist ganz gut. 24 und 17. Und dann 17 auf Init. Also damit kann man wirklich zufrieden sein. Evoli ist das Pokémon, was die besten DVs bei mir hat insgesamt. Und dann kommen wir zu Taschenlamp. 17 auf KP. Okay. 6 auf Angriff aber nur. Das ist wenig. Da könnte ich wirklich mehr brauchen können. Und einen auf Verteidigung. Also bis auf Evoli sind sowieso alle bei Verteidigung unterirdisch schlecht. Aber einen? Ich meine, es ist besser als die Null bei Kanimani. Aber trotzdem, das ist irgendwie extrem traurig. Da die würde ich mehr brauchen können. 13 auf Spezialangriff, 15 auf Spezialverteidigung. Das sind immerhin zwei Sachen, die einigermaßen gut sind. Aber ja, wirklich zufrieden bin ich damit nicht. Und 5 eben auf Init. Wow. Wow, hat der mir gerade viel abgezogen. Okay, da werde ich definitiv einen Trank brauchen, bevor ich den nächsten Kampf bestreiten kann. Weil natürlich, wenn da ein Clefairy drankommt, dann möchte ich schon Taschenlamp haben. 4 habe ich nur noch. Das könnte eng werden, aber ich habe auch ein limitiertes Budget. Das heißt, ich habe da keine so große Auswahl. Von daher schauen wir mal, was sich hier denn so zutragen wird. Also, okay, Abra kommt. Da kann ich jetzt natürlich jemanden Schwächeren theoretisch reinholen. Weil Abra ist eigentlich nur teleportabel. Ich glaube nicht, dass er einen Elementschlag an mich rausholt, weil ich... Ich weiß nicht, ob dieses Spiel so weit gehen oder gegangen ist, jedem Custom-Trainer Custom-Attacken zu geben, aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Das wäre auch extrem ungewöhnlich. Ah, knapp! Okay, Hut. Ich bleib mal drin und schauen wir das mal so an. Tackle ist tatsächlich stärker als Luftschild, wenn wir über neutrale Attacken reden, einfach weil der Angriff von Hut höher ist. Und tatsächlich ist auch Luftschild nur 5 stärker, also von daher lohnt sich das durchaus, da einen Blick drauf zu werfen. Autsch. Hätte ich mit Hypnose beginnen sollen, aber so komme ich auch raus. Auf Wiedersehen. So, okay, damit haben wir Level 13 erreicht und... Ah, Aufruhr, echt? 90 Stärke. Das ist für diesen Zeitpunkt im Spiel OP. Es ist mega OP. Das heißt aber auch, dass das nächste Hutut, was ich treffe, vielleicht diese Attacke hat und mich damit mega zerstören kann. Aber das bleibt abzuwarten. So, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, ob dieses Ding nur Platscher kann oder nicht. Nee, es kann auch Tackle. Weil Hopsprossen sind einigermaßen dankbar, damit es darum geht zu trainieren. Zum einen haben sie eben nur Platscher, was, ja, oder zumindest in Kristall, haben sie nur Platscher, was es einfacher macht, gegen sie zu kämpfen als gegen andere Pokémon. Aber dann wiederum geben sie viel mehr KP als andere das andere Platsch-Pokémon, Carpador oder wie die Visors, die man finden kann. Oder die Radrat, sondern die Taubsies. Also von daher, das lohnt sich schon. Gigantisch, würde ich mal sagen. So, Level 14. Dann habe ich eine... Wow. Habt ihr gesehen? Null auf Verteidigung, null auf Spezialangriff. Yo. Okay, jetzt habe ich dich. Was ist? Hallo. Oh, wie geht's dir? Ich habe ein nützliches Item gefunden. Das habe ich mir von deinem Geld gekauft. Tut mir leid. Ich dachte, du gibst mein Geld nicht aus. Ich hab dem Austräger gebeten, dass er es dir gibt. Also solltest du mal zum Pokémon Supermarkt gehen und es dort abholen. Tschüss! Ich dachte, du kaufst nichts von meinem Geld. Okay. Ernsthaft? Taubsi, findest du das jetzt nicht ein bisschen lame, jetzt so ganz unvermittelt aufzutauchen? Also ich weiß ja nicht. So, oh, bei der hätte ich vielleicht mal Aufruhr ausprobieren können, tatsächlich. Weil das ist, glaube ich, schon nützlich. Ich bin gerade tatsächlich am Überlegen, ob ich zum Pokémon-Sender zurückgehen soll. Aber ich möchte auch wirklich nicht ständig hin und her laufen. Von daher, aber
Nee, ich muss. Ich muss. Es tut mir leid, aber das ist hier zu hardcore. Ich muss. Auch wenn es tatsächlich jetzt ein bisschen hoch ist, die Rate von wilden Pokémon. Das war zugegebenermaßen extrem unerwartet. So, Plaudergei, ich trau mich nicht so recht, deswegen wechsle ich für diesen Kampf. Und mach das mit JLP. Also natürlich, wenn wir so weitermachen, ist es mir schon klar, wird das Let's Play hier ziemlich lange dauern. Aber ich hoffe natürlich, dass ich auf lange Sicht ein Team zusammenbekomme, was deutlich stärker ist. Seht ihr das? Ach nee, wisst ihr was? Plaudergei, das ist mir zu blöd. Deine Mutter can't escape. Gut. Can't escape. Ja, klar. Ich meine, das war, ist natürlich was Init angeht, aber wie wir schon gesehen haben, mein Evoli ist nicht so schlecht, was die Init angeht. Natürlich, Plaudergei ist gut, okay, aber trotzdem. Lass das doch einfach. Ich bin doch einfach nur raus. Danke. Wow, also gerade finde ich die Rate schon ein bisschen lächerlich, wenn ich ehrlich bin, weil das ist eigentlich überhaupt kein Problem, hier durchzukommen. Und ich habe ja davor auch gesagt, dass man schon das Gefühl hat, dass es hier unterschiedlich gewichtet wird. Also was das jetzt soll, kann ich mit meinem besten Willen nicht sagen. Moment. Du konntest einen Radfratz Level 9 nicht erledigen mit Aufruhr. Wow! Jetzt! Chill-Spiel! Es ist nur ein Radfratz Level 9! Ich bin 5 Level über das Teil und es bringt mich fast um und ich esse nicht! Das stimmt irgendwas nicht. So, und jetzt lass mich einfach... Ich deaktiviere das. So. Manchmal ist es nicht ganz einfach, sich hier durchzunavigieren. Ich hatte über den B-Knopf gedrückt. Dann kann ich, je nachdem, wie es für mich passt, wechseln. So, okay, ich begebe mich erstmal hier hinten hin zum Supermarkt, denn nein, ich bin hier nicht wegen dem Geschenk von meiner Mutter, das könnte mir egal noch nicht sein, aber ich brauche Tränke. Das ist viel Geld, aber ich muss es machen. Ich hoffe nur, meine Pokebälle werden dem nicht hinterher weinen irgendwann. So, hallo? Guten Tag, Caleb, nicht? Ich habe ein Paket für dich von meiner Mutter. Ein Supertrank. Das ist tatsächlich in dieser Situation gar nicht so unnützlich. Also danke, sie hätte mir auch irgendeinen Plunder schicken können, den ich nicht brauche. Von daher, wie gesagt, wirklich, in dieser Situation wirklich danke. Es wäre mir dennoch lieber, wenn du mein Geld wirklich sparen würdest, anstatt es für Sachen auszugeben. Weil, soweit ich weiß, zahlt sie sogar einmal den Vollpreis. Wobei vielleicht ein bisschen weniger, da bin ich mir jetzt unsicher, aber... Trotzdem hat es mich hierbei extrem irritiert, dass sie sagt, sie spart mein Geld und... Dann schickt sie mir ständig irgendwelche Sachen, die sie davon gekauft hat. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Also so fühlt man sich dazu, wenn es... Na gut. Dann will ich hier mal zurückkehren und diesmal endgültig... Und ich weiß nicht, warum das hier so laggt wie Teufel. Und das liegt auch daran, dass ich hier einige Einstellungen verändern musste, was schade ist, weil davor war es so schön flüssig, aber... Ja, manchmal muss man machen, was man machen muss, von daher. Und wenn man eben, wenn ich eben in-game nicht abspeichern kann, ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Spiel nicht mehr funktioniert für mich. Hey, ein starrer Lili! Wow, das war jetzt unerwartet, aber ich werde flüchten. Ich brauche zwar die KP, aber ich werde jetzt einfach nur oben ankommen und zwar unversehrt. Deswegen werde ich jetzt vor allem flüchten, was mich hier nerven möchte, auch wenn ich, wie gesagt, die EP... gerne mitnehmen würde und wenn ich gerade so blöd bin, EP von KP oder AP zu unterscheiden, dann entschuldigt. Ich bin einfach gerade psychisch nicht wirklich in der Lage. Ich weiß auch nicht warum. So. Du hast mir gezeigt, dass du wolltest mir zeigen, dass du gut bist und ja, du bist tatsächlich gut. Nimm diesen Elementstein. Aber du solltest dich mehr um deine Pokémon kümmern. Die Art und Weise, wie du dich um deine Pokémon kümmerst, ist viel zu überhitzt. Was laberst du? Ja, Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Du hast dein Pokémon getreten, nur weil es einmal in einer Attacke daneben gelangt hat.
Ha, das war auch richtig so. Schade, den, der Typ nennt sich Ältester, aber er war nicht mal eine Ansatz eine Herausforderung für mich. Und dann gibt er mir auch noch eine Belehrung darüber, dass ich nett zu meinem Pokémon sein soll. Und seine Pokémon können mich gar nicht besiegen. Also, sie kümmern sich starke Pokémon, die jedes Mal gewinnen. Warum sollten mich andere jucken? Hey, hey, ich verstehe dich. Der Rest, der interessiert mich doch ein Scheiß. Oh, Moment. Benutzt Tomate-Fluchtseil. Oh, als Maulmann. Oh, da haben wir wohl einen Windpunkt getroffen. Würde mich schon belasten, wenn ich so heißen würde. Aber gut, holen wir uns ein Fluchtseil und dann... Okay, du hast gerade das hier, was ich so sorgfältig aufgebaut habe, vollkommen unterbrochen. Bidoof. Also. Ah, so gut von, so nett von dir, dass du hierher gekommen bist. Knofensaturm ist ein Ort des Trainings. Menschen und Pokémon testen hier die Banden, die sie mit ihren Pokémon aufgebaut haben, um eine großartige Zukunft gemeinsam zu haben. Ich bin der finale Test. Lass mich schauen, wie stark die Banden zwischen dir und deinen Pokémon sind. Ja, und das wird jetzt richtig hart. Ich hoffe, der macht keine Oh shit und schickt ein Ultrigaria auf mich, was ich diesem Spiel definitiv zutrauen würde. So, ein Knofensa. Beginnen wir doch mal hier mit Luftschnitt. Genau. Okay. Okay, gut, er verschwendet seinen Zug mit Wachstum. Denn Wachstum steigert nur seinen Spezialangriff und er ist nicht schneller als ich. Von daher wird das sein sicherer Tod sein. Okay. Gut. Gut. Die Frage ist nur, wie geht's jetzt weiter? Ein anderes Hut. Ich lasse ihn mal kämpfen und... Ich meine, ich habe zwei Optionen. Entweder ich greife jetzt mit Hypnose an. Oh, ist auch Level 14. Oder ich gehe auf Aufruhr. Und ich mache es mal einfach mal mit Aufruhr. So, wie viel zieht's ab? Agilität. Das heißt, er wird jetzt in Zukunft schneller sein als ich. Alles andere macht wenig Sinn, wenn ich nur 5 TVs auf Init habe. Ist es überhaupt ein Wunder, dass ich überhaupt schneller war bei gleichen Leveln? Gut, ein paar EVs habe ich da mit Sicherheit verteilt, aber da habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Also von daher... Und er scheint irgendwie Konfusion zu können, aber kein Aufruhr. Während ich kein Konfusion kann. Deswegen nehme ich an, dass er Custom-Attacken hat. Okay. Gut, dann werde ich aber jetzt erledigen. Und in dieser Zeit kann man nicht schlafen. Und da wäre es sinnlos gewesen, ihn einzuschläfern. So, okay. Schingling. Ich nehme an, das ist Klingplim. Aber ich habe keine Ahnung, was genau Schingling ist. Von daher vermute ich einfach mal, dass es Klingplim ist und hol JLP raus. Komm, komm, komm. Yep. Sehr schön, denn dafür habe ich ja Biss. Und jetzt, wo ich... Wow, das war irgendwie ziemlich wenig. Okay, der kann dafür Aufruhr. Und Klingplim ist jetzt so schlecht gar nicht. Okay, also gar nicht so schlecht, was den Spezialangriff angeht. Von daher muss ich da extremst aufpassen. Wow, natürlich macht er einen Volltreffer. Aber, okay. Gut, sehr, sehr schön. Level 13 vielleicht? Yep. Wundervoll. Genau. Oh, Heuler. Dann muss ich mir mal deine anderen beiden Attacken anschauen. Also ich glaube, Heuler ist deutlich besser als Rutenschlag. Weil ich senke lieber den... Gerade bei dem defensiven Pokémon senke ich lieber den Angriff. Moment, Cherubim. Weiß ich gerade nicht. Ich... Kämpft mal weiter. Keine, weiß ich gerade nicht, was es ist. Akinosso ist es. Ich hatte eine Vermutung, aber wie ihr alle wisst, habe ich zwischendurch vergessen, dass dieses Ding überhaupt existiert. Von daher. Und ich glaube, jetzt sollte ich wechseln. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Und ich glaube, ich weiß auch genau, zu wem ich wechseln werde. Nämlich jemand, der von Egelsamen nicht angegriffen werden kann. Und ja, es hat so Generation 6 gedauert, bis Pflanzen-Pokémon gegen die Sporen immun waren, aber dieser Samen ist hier ziemlich gut geschützt und das macht gerade mal 25% Schaden. Also von daher,
Versuch ruhig, wenn der Zauberblatt auf mich einzusetzen. Es wird dein Schaden sein, weil du kannst nichts gegen mich machen. Ich sah auch nicht wirklich viel, aber zumindest mehr als du. Von daher werde ich das hier auf lange Sicht definitiv gewinnen. So. Wow, das ist irgendwie... Aber hey, immerhin kein Ultrigaria, was er mir auf den Hals gehetzt hat. Das wäre auch wirklich fies gewesen, muss ich sagen. Da bin ich ganz froh. So. Ja, ist wundervoll. Jetzt kannst du dich umdrehen und sterben. 37 Erfahrung, ich habe schon ein bisschen wenig, oder? Ich weiß gerade nicht. Gut, auf jeden Fall Giftpuder. Das möchte ich das lieber als Heuler. Ich glaube schon, ja. Weil Giftpuder gemeinsam mit Egelsamen kann man schon... Wobei, ich habe mich gerade umentschieden. Ich möchte lieber Schlafpuder. Also Schlafpuder ist dann doch deutlich besser. Mein 75% Chance höher als Hypnose und Chance, den Gegner einzuschläfen worden. Ah, exzellent! Was ist denn mit deiner Mami Geld? Ja. Oh, ist ja lieb von dir. Und die Art und Weise, wie du kämpfst, ist ebenfalls sehr elegant. Dir solltest kein Problem sein, dich Falken entgegenzustellen. Lass mich dir eine Belohnung anbieten. Sag mir, was ist deine Lieblingsentwicklung von Evoli? Nachtara? Ah, da solltest du das hier nehmen. Die Serenadenorb. Das Serenadenorb. Und bitte, nimm auch das. Es ist eine TM, die die Attacke Blitz beinhaltet. Es wird Licht in dunkle Höhlen bringen. TM 70 erhalten. Ich hoffe, du lernst und wirst auf deiner Reise wachsen. Ja, das ist ziemlich cool, weil er uns jetzt nämlich diese Serenade-Orb gegeben hat. Die gab es davor nicht. Damit ist es möglich, Evoli zu Nachtara zu entwickeln. Man hat hier sehr viele Entwicklungen vereinfacht. Und wisst ihr was? Warum sollte ich darauf warten? Beziehungsweise, ich möchte jetzt nichts überstürzen. Ich werde noch ganz kurz bis zum nächsten Part nachschauen, ob Evoli noch irgendeine Attacke erlernt, die ich benötige. Da gibt es ja spezielle Listen für dieses Spiel, was es so für Attacken gibt, die Evoli eventuell erlernen könnte. Und dann schaue ich da einfach mal nach. Aber wir haben es soweit geschafft. Ich bin froh. Und ich werde jetzt noch eine Sache machen. Beziehungsweise, ich warte kurz, bis ich draußen bin. Weiter, weitergehe jetzt. Lassen mich komischweise die meisten Pokémon in Ruhe. Ja gut, was auch immer. Gab es natürlich im normalen Holdgrund Silber, aber dann natürlich nur Blitz bekommen. So, nee, nicht die Serenadenorb, sondern ich möchte mir kurz Buddha anschauen. Was hat er denn so? Gentle Nature. Das ist minus Verteidigung plus Spezialverteidigung. Okay, dann haben wir hier ein zartes Wesen. Okay, ich meine, warum nicht? So, Konfusion muss natürlich nach oben und ansonsten... Das sind nicht die besten Attacken. Ich meine, Geduld ist okay. Scanner auch. Aber Meditate hittet seinen Angriff. Und er hat keine einzige Angriffsattacke. Daher wird ein bisschen sinnlos. Aber ich werde, denke ich mal, jetzt vor der Arena ein bisschen noch mit meinen Leuten trainieren. Dann sehen wir uns das nächste Mal bei Pokémon. So, sind wir, mein lieben Freunde. Danke für den Daumen hoch und bis dann.